Der zeitlose Wächter von Phantasia ist jetzt weg. Ich darf euch leider nicht sagen, was mit dem Wächter ist, ob er tot ist oder sonst was. Ich kann euch nur sagen, dass, was geschehen ist, ist sehr traurig und krass und folgend ist das wirklich das Ende. Auf ein Comeback des Wächters braucht ihr nicht zu warten, denn das wird es nicht geben. Der Wächter hat mir allerdings noch die Zugangsdaten für diesen YouTube-Kanal sowie dem anderen YouTube-Channel und dem Telegram-Account, einem Premium-Mitglied nämlich mir übergeben. Er hat mir auch monatelang gezeigt und gelernt, wie man Videos macht und was alles dazu gehört. Ich habe das sehr exzessiv und im großen Detail von ihm gezeigt bekommen. Also sollten auf den zeitlosen Wächter von Phantasia-Kanälen noch Videos kommen, dann werden sie zwar eine entsprechende Qualität haben, ich gebe mein Bestes und versuche all das anzuwenden, was er mir gezeigt hat, aber sie werden nicht mehr vom zeitlosen Wächter sein. Es ist eben so. You name it. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe. Ach, stopp jetzt! Hört auf mit diesem sentimentalen Scheiß, es reicht! Was habt ihr denn so getrieben? Poser. Kindchen. 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 Kindchen.